Hallo, hier ist Patrick und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Making Decker – Das Spiel. Heute gibt es zwei Themen und zwar erzähle ich euch etwas vom letzten Update, die Version 0.12.0, Tutorial und Speech, und das nächste Update, was ansteht, das enthält nämlich das finale Intro zum Spiel. Beides kann man eigentlich am besten zeigen, indem wir das Spiel einfach mal spielen. Deswegen fangen wir gleich mit dem Intro an. Ja, was hat es mit dem Intro auf sich? Ich hatte tatsächlich vor vielen Jahren mal angefangen, an einem zweiten Film zu arbeiten. Allerdings nicht in Stop-Motion, sondern das Ganze halt am Computer gemacht mit 3D-Software und halt gerendert. Hab dazu mir angefangen, eine Geschichte auszudenken, hab sogar angefangen, Sets zu bauen und ein paar erste Szenen gefilmt. Im Hintergrund laufen gerade ein paar da draus. Und irgendwann kam mir dann halt auch die Idee, ich brauche irgendwie einen Vorfilm oder irgendwie ein Intro, einen Anfang für den Film. Und ja, hatte dann überlegt, könnte man vielleicht so machen wie Indiana Jones, so ein bisschen abenteuermäßig. Und bei Indiana Jones, ich weiß gar nicht, in welchem der Filme das war, da sieht man am Anfang auch das Logo von Paramount mit dem Berg und dann zoomt die Kamera da plötzlich drauf zu und der Berg wird echt. Und dann geht das halt über in eine Szene mit Indiana Jones, die irgendwo im Dschungel spielt und er da irgendwelche Dinge sucht. Sowas wollte ich auch machen. Und dann hatte ich halt den Gedanken, ich habe da mein PFP-Logo, wo die Lego-Steine runterfallen und dann das Logo formen. Und dann kommen George und Decker ja mit dem Auto durch die Wand gefahren. Also das Intro, was hier vor dem Film auch zu sehen war. Und dann ist da dieses Loch. So, und das ist für mich der Ausgangszustand, das ist mein Paramount-Berg. Die Kamera fliegt jetzt auf dieses Loch zu und wir befinden uns plötzlich in einer Höhle. Die Kamera fliegt da weiter durch, verlässt die Höhle, wir befinden uns plötzlich in einer Berglandschaft mit Wiesen und Wälder und dann darunter und bis irgendwann ein Schiff steht. Ich würde sagen, ich zeige das jetzt einfach mal. Hier ist das Intro. Wuhu! Genau, und damit sind wir dann jetzt im Spiel angekommen. Das Abspielen des Videos im Spiel, das hat sich dann doch als kniffliger herausgestellt, als ich das vermutet habe. Ich musste mich erstmal für einen Videocodec entscheiden. Codec, das ist so eine Art Komprimierungsalgorithmus für Videodateien oder Audiodateien. Zum Beispiel auf einer DVD oder so, da hat man einen MPEG-2-Codec gehabt, auf einer Blu-ray war es dann H264 heißt der, oder MP4 ist wahrscheinlich geläufiger, auf Blu-rays ist es H265, ist der Nachfolger, oder HVEC. Die haben allerdings alle ein Problem, die sind nämlich mehr oder weniger kommerziell und da liegen Patente drauf und das wollte ich eigentlich nicht verwenden. Deswegen habe ich mich letztendlich für einen Codec entschieden von Google, der AV1. Der ist theoretisch patentfrei, in der Praxis scheint das wohl anders zu sein, aber bisher gab es da zumindest keine Klagen und Google würde da wahrscheinlich auch eingreifen. Ja, deswegen habe ich mich für den AV1 entschieden. Zum Abspielen des Codecs habe ich erstmal zu Anfang eine Bibliothek verwendet namens FFmpeg. Die ist da eigentlich auch sehr gängig. Das Schöne an FFmpeg ist, da ist wirklich jedweder Codec dieser Welt ist da drin. Das Problem ist allerdings, da ist jedweder Codec dieser Welt drin. Wenn wir uns jetzt mal das Installationsverzeichnis der letzten Version angucken von Decker, dann findet man hier bestimmt an die 100 DLLs. Die haben alle, fast alle irgendwas mit FFmpeg zu tun. Und das ist natürlich völlig oversized, um nur ein einziges Video abzuspielen, was ja eigentlich nur einen einzigen Codec verwendet.
Deswegen habe ich mich mit verschiedenen Libraries mal beschäftigt, die direkt diesen AV1-Codec implementieren, beziehungsweise nur diesen Codec implementieren. Und ja, habe dann auch einen gefunden. Das ist hier dieser libdavid. Das ist letztendlich der Codec, den ich verwendet habe. Der ist auch relativ schlank und schnell und war ein bisschen knifflig, den zu implementieren, aber letztendlich habe ich es hinbekommen. Wenn wir uns jetzt mal das Setup angucken, dann sehen wir hier die neue Version, die 0.13, die ist, braucht ihr nicht zu suchen, sie ist noch nicht released. Die ist deutlich kleiner geworden als die vorherige Version, obwohl jetzt das komplette Video damit drin ist. Das liegt allein daran, dass halt FFmpeg nicht mehr drin ist, sondern nur noch der Codec, den ich tatsächlich brauche. Okay, zurück zum Spiel. Und hier sieht man auch schon die erste oder die nächste Neuerung. Im Menü gibt es einen neuen Punkt, Tutorial starten. Und das werden wir gleich mal komplett durchspielen. Es gibt nämlich jetzt ein vollständiges Tutorial für das Spiel mit Sprachausgabe. Ja, George hat nämlich gelernt zu sprechen. Im Moment noch nur in Deutsch, aber er wird dann auch Englisch sprechen. Es gibt zusätzlich noch eine Textausgabe, werden wir auch gleich sehen. Die gibt es schon in Deutsch und Englisch. Das kann man hier in den Einstellungen auch alles einstellen. Einstellung. Und zwar unter Verschiedenes gibt es jetzt eine Sprachausgabe für den Text, wo man Deutsch und Englisch auswählen kann. Und es gibt eine Sprachausgabe für die Sprache in Deutsch und Englisch, wobei allerdings im Moment nur Deutsch funktioniert. Englisch muss ich noch aufnehmen. Genau. In den Audioeinstellungen gibt es auch einen neuen Reiter, nämlich für die Sprachausgabe kann man jetzt hier auch getrennt die Lautstärke nochmal regeln. So, und wir machen jetzt einfach mal ein Let's Play. Wir spielen das Tutorial durch. Hallo, ich bin George. Willkommen zum Tutorial. Du steuerst mich mit den Cursor-Tasten oder WASD auf deiner Tastatur. IJKL geht auch. Drücke gleichzeitig Shift, damit ich schneller laufe. Genau, und das kann man jetzt ein bisschen üben. Ja, wer clever ist, drückt auch mal Cursor hoch und stellt fest, ups, ich kann auch springen. Wer das nicht merkt, sobald man... Hier geht es nicht weiter. Ich muss springen. Um zu springen, drücke die Taste für hoch und rechts. Drücke gleichzeitig Shift, um höher und weiter zu springen. Genau, hier liegen nämlich überall so Detektoren im Level drin, die man nicht sehen kann. Im Editor würde man sie sehen, wenn man den aktiviert. Ups, wo bin ich denn hier? Fokus. Da. Editor und Objects. Jetzt sieht man hier, hier gibt es mir so Text-Events. Und wenn der Spieler diesen Bereich betritt, wird halt irgendeine Aktion ausgelöst. So funktioniert das Ganze im Hintergrund. So, okay, wir sollen springen. Dann tun wir das mal. Sehr gut. Okay. Dann geht's weiter. Im Spiel gibt es viele Dinge, die man aufsammeln kann, um Punkte zu erlangen. Hep. Sammel doch mal die Münzen hier auf. Dabei kannst du auch gleich ein bisschen das Springen üben. Da waren noch zwei. Gut gemacht. Schau mal, da hinten hat sich ein Durchgang geöffnet. Nicht immer sind Gegenstände so offen platziert. Schau dir mal den Steinblock da vorne an. Der schwebt da so verdächtig rum. Spring doch mal mit meinem Kopf von unten dagegen. Muss man auch machen, weil hier ist ein Blocker drin, hier kommt man erstmal nicht weiter, man hat auch keinen Schlüssel, um das aufzumachen. Das hat sich gelohnt. Da könnte noch mehr drin sein. Spring noch ein paar Mal dagegen, bis nichts mehr rauskommt. Das war einfach. Los, sammel die Kristalle auf. Das bringt ordentlich Punkte. Ja, dann machen wir das doch. Ach, jetzt ist auch die Tür aufgegangen. Natürlich gibt es auch Gefahren. Wenn du zum Beispiel zu tief fällst, dann kann dich das schnell ein Leben kosten. Außerdem gibt es Fallen und Gegner, denen man besser ausweichen sollte. Bevor wir weitermachen, legen wir erstmal einen Speicherpunkt an. Hol doch mal die Diskette da vorne. Okay, da oben sehen wir dann auch schon so ein paar Gegner geteasert, die dann nachher natürlich auch wirklich noch kommen. Sehr gut. Wenn du jetzt stirbst und noch Leben Rest hast, wirst du an dieser Stelle wieder erscheinen. Zur Sicherheit bekommst du noch ein zusätzliches Leben. Ja,
Ah, cool. Versuch doch mal, an den Speeren da vorbeizukommen, ohne sie zu berühren. Sehr gut. Siehst du die Spinne da vorne? Die ist giftig. Versuch vorbeizukommen. Geschafft. Hab ich schon erwähnt, dass ich Spinnen hasse? Manche Gegner kann man ausschalten, indem man von oben auf sie draufspringt. Versuch das mal mit dem Skelett. Autsch. Sehr gut. Spiel einfach mal weiter. Ich melde mich, wenn es etwas Neues gibt. So, dann kommt hier unsere Ratte. Manchmal findest du Gegenstände, die deine Gesundheit verbessern. Ein Medizinkoffer stellt deine Gesundheit vollständig wieder her. Sieht man das eigentlich, dass Klein George auch den Mund bewegt? Okay, das ist eine Leiter. Ich denke, du weißt, wofür die gut ist. Jo, ich glaube schon. So, und führe mich nicht in Versuchung. Diese Münzen kriegt man nicht. Autsch. Mist, sag ich doch. Okay, immer wenn man stirbt und wieder hier erscheint, gibt es übrigens ein weiteres Extra-Leben. Auf diese Weise habe ich verhindert, dass der Spieler tatsächlich im Tutorial-Level sterben kann. So, wieder zurück bei dem Floater und weiter geht's. Ach, die letzte Münze kriege ich doch. Auch noch. Ja, doch. Die holen wir noch. Ups. Jawohl, perfekt. So. Der Durchgang ist blockiert. Vielleicht gibt es einen Mechanismus, um ihn zu öffnen. Okay. Suchen wir doch mal. Na, die Hinweise werden jetzt auch langsam weniger, ne? Mechanismus, jetzt muss man selber gucken, wie kriegt man denn diese Tür hier auf. Cool, ich habe einen Schatz gefunden. Es gibt noch ein paar Goodies. Hier ist nämlich auch was versteckt. Hep. Hier ist noch ein Kristall und hier ist noch einer. Klasse, dass du daran gedacht hast. Ja. So, da ist unser Schalter. Sieht aus wie ein Schalter. Ich sollte ihn drücken. Drücke die Aktionstaste E oder O, um den Schalter zu betätigen. Jo, genau. Jetzt wird auch gleich erklärt, dass es noch mehr gibt, als nur die Cursor-Tasten zu bewegen, sondern es gibt auch diese Aktionstaste, wo man dann E drücken muss, damit irgendwas passiert. Irgendwas ist passiert. So, dann gehen wir mal zurück und schauen. Ah, der Durchgang ist jetzt offen. Yippie! Oh, da sollte ich wohl besser im richtigen Moment durchlaufen. Mit dem Boden, da stimmt was nicht. Okay, das ist nämlich so ein Boden, der nachgibt. Man kann da drüber laufen. Aber irgendwann ist halt nichts mehr übrig und dann fällt man runter. Hep. Gut, dass es nicht so tief war. Ich glaube, die Grundlagen hast du jetzt verstanden. In jedem Level gibt es am Ende ein Tor. Manchmal muss man es noch mit einem Schalter aktivieren. Dann suchen wir wieder den Schalter. Hep. Da ist er. Ah, jetzt ist das Tor aktiviert und du kannst durchgehen. Gehe dazu auf das Tor und drücke den Aktionsknopf E oder O. Hep. Danke, dass du das Tutorial gespielt hast. Viel Spaß noch beim Spielen. Genau, das war das Tutorial. Gucken, ob ich alles geholt habe. Ja! Ja, das war das neue Tutorial, oder das ist das neue Tutorial. Mit Sprachausgabe. Es gibt aber auch noch mehr Sprachausgabe im ganzen Spiel verstreut. An manchen Stellen gibt George zum Beispiel einen Kommentar ab, wie hier zum Beispiel bei der Spinne. Ich hasse Spinnen. Oder wenn er dann hier runtergeht. Oh, da komme ich nicht mehr zurück. Oh, gut, dass da diese Sauerstoffflasche war. Oh je,
so viele Ratten. Genau, und so kleine Hinweise gibt's dann auch. Abgeschlossen. Irgendwo muss es einen Schlüssel geben. Käse. George liebt Käse. Wie wohl die Ratten auf den ganzen Käse in meinem Rucksack reagieren? Genau, wieder ein kleiner Hinweis. Hammertime! Was ich damit wohl zerdeppern kann. Oh, die Ratten sind jetzt ganz friedlich. Muss an dem Käse liegen. Genau. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal über diesen Abgrund springen. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich lebe. Ja, es gibt noch mehr Sprachausgabe, aber ich muss ja jetzt hier nicht alles verraten. Das sollt ihr schon selber entdecken und vor allen Dingen auch selber das Spiel spielen. Und gebt mir bitte unbedingt euer Feedback hier im Kommentar zu dem Video. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten habe ich inzwischen auch mal einen Discord-Server aufgesetzt. Da poste ich auch immer mal wieder Updates und Informationen zum Spiel rein. Und ich bin inzwischen auch auf Mastodon aktiv. Da poste ich immer wieder Neuigkeiten zum Spiel. Auch den Link auf das Intro-Video gab es hier als Weltpremiere und natürlich ansonsten auch alle Neuigkeiten zum Spiel. Mastodon ist so eine Art Alternative zu Twitter oder X oder wie auch immer das Zeug gerade heute heißt. Nur im Gegensatz dazu ist das Ganze eben nicht kommerziell und es läuft auch nicht irgendwo auf einem zentralen Server in den USA im Keller von Elon Musk, sondern es ist ein verteiltes oder ein föderiertes System, was weltweit auf ganz vielen Servern läuft, die alle untereinander vernetzt sind. Ja, und ich bin auf so einer Instanz drauf, auf der Instanz mastodon.de und die ist noch relativ jung, die gibt es nämlich erst seit Juli und die wird betrieben von einer Gruppe junger Leute. Unter anderem ist hier der Erik Uden, der immer fleißig Werbung für mein Spiel macht und deswegen mache ich jetzt heute auch mal Werbung für ihn und sein mastodon.de und wir finden hier den Nick. Der Nick, das ist mein Azubi. Ja, und der Nick, der hatte mich damals dazu inspiriert, überhaupt dieses Spiel anzufangen. Ohne ihn gäbe es das gar nicht. Ja, und bei Mastodon, da macht er die ganze Technik. Er hat das Rack aufgebaut, die ganzen Server, Router, Switches eingebaut, verkabelt, installiert und konfiguriert. Und auch das ganze Netzwerk hat er konfiguriert. Okay, das war's für heute. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung von dem Video und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.